Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Also, ich habe tatsächlich nochmal so ein bisschen hier, bin ich rumgelaufen in der Gegend. Und mich hat das halt wirklich gewurmt, was ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, dass die Fotos im Hintergrund, dass da irgendwas faul dran ist. Also, wenn man so guckt, sieht es ja so aus, als ob ich noch nicht alles damit gemacht habe, genauso wie mit dem Gong. Wobei bei dem Gong habe ich irgendwie nicht rausgefunden, was es sein könnte. Aber mir ist jetzt eine Kleinigkeit aufgefallen und ich wollte jetzt nicht draufdrücken, wenn ich die Aufnahme noch nicht gestartet habe. So habe ich ja überall dieses grüne Symbol, aber genau, wenn ich jetzt nämlich hier so in die Richtung gehe, dann verändert sich das Symbol immer wieder. Wer dieser Mann wohl ist? Okay, das hat mir... Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Okay, das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber gut, immerhin hat er jetzt die einzelnen Leute hier, Wer dieser Mann wohl ist? Nein, das wollte ich nicht. Die einzelnen Leute gemacht. Was ich halt so komisch finde, hier, das ist total verblasst irgendwo, das Bild, ne? Guatemala 1881. Sieht nicht wie ein Bowls-Turnier aus. Nee, das ist auch kein Bowls-Turnier. Haben wir denn hier sonst noch irgendwas? Ich meine, ich finde hier immer wieder was anderes. Da geht das immer wieder zurück. Okay. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht könnte man hier irgendwo was sehen, weil hier was verblasst ist. Gerade jetzt hier, das sieht so... Ja, doch, das sieht aus wie eine Person, die hier sitzt. Und hier auch. Also das ist irgendwie... Ja, aber gut, wir haben jetzt die drei Personen hier. Den Jungen nicht. Irgendwas? Nee. Und wir haben hier oben zumindest schon mal dass er halt den Schriftzug da erkannt hat. Ich mach das... Okay. Das war aber eben nicht. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich mach das Ganze nochmal mit Tee, dass ich hier nochmal gucke. Vielleicht fällt ihm irgendwas auf. Achso, ich dachte gerade, der hat ein Bein weg. Vielleicht fällt ihm irgendwas auf, so nach dem Motto einer Kleidung oder so, aber das habe ich jetzt nicht. Das Bild sieht beschädigt aus oder aber bearbeitet. Ich nehme es mit. Okay. Ja. Das war jetzt... das war jetzt nicht meine Ambition, aber das geht auch. Da stand jetzt was von wegen... Untersuchen Sie das Clubhaus abgeschlossen. Genau. Ja, cool. Okay. Ah, das kann ich analysieren. Eine manipulierte oder beschädigte Fotografie aus dem Clubhaus von einer Expedition nach Guatemala. Ja, manipuliert, das kann natürlich auch sein. Ich dachte jetzt eher, dass das vielleicht irgendwie mal umgeknickt war und, keine Ahnung, eine Seite zu lange in der Sonne gelegen hat. Ich weiß es nicht. Aber gut, also wenn wir es analysieren können, dann lag ich gar nicht mal so falsch mit meiner Vermutung. Dass wir nochmal woanders hin müssen. Jetzt gucke ich allerdings nochmal, aber da tut sich auch nichts, ne? Also das mit dem Gong, das verwirrt mich noch ein bisschen, aber naja, da können wir vielleicht später nochmal, kommen wir nochmal dahin, können wir nochmal was machen oder so, ich weiß es nicht. Ich rede jetzt auch nochmal mit dem Typen, aber ich denke mal nicht, dass er mir jetzt was Neues sagt. Der hat mir bei den anderen Sachen ja auch nichts Neues mehr gesagt. Ein Mord in meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Na gut, okay. Es war... Ach so, ja, ich bin ja auch doof. Ich kann ja schnell reisen. Gut, da müssen wir nicht nach Scotland Yard. Dann gehen wir erstmal zurück in die Baker Street. Kann natürlich auch sein, dass wir erst nach Scotland Yard müssen, wenn wir irgendwelche, ja, guten Beweise haben oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt... Nö, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe jetzt schon gedacht, dass da vielleicht irgendwas mit dem Bild noch ist, dass man die einzelnen Leute irgendwie nochmal genau angucken kann oder so. Aber ja, vielleicht musste man auch wirklich alle einzelnen Sachen angeklickt haben, damit der überhaupt das anzeigt mit dem, ja, also das, achso, dass das bearbeitet ist. Das kann natürlich auch sein. So, jetzt schauen wir mal eben, ist hier irgendwas anders farblich, dass wir hier noch irgendwas untersuchen müssen oder so? Ich glaube nicht, ne? Haben wir, glaube ich, jetzt hier auch nichts drin. Maya und so weiter, das haben wir ja alles schon gemacht. Ja, sonst müsste ja auch das Symbol drin sein, denke ich mal. Okay. Hallo, Kleiner. So, untersuchen, Fotografie analysieren. Zacharias Greystoke. Ja, das wissen wir. Wer dieser Mann wohl ist?
Das ist Sir Charles Yellingham, der Direktor des Clubs. Junge, du weißt schon, dass wir das gerade alles schon rausgefunden haben? Dieser Bereich wurde übermalt. Ich muss herausfinden, was sich darunter befindet. Ja, jetzt wo der das sagt, in der Tat, ich habe eigentlich gedacht, da sitzt jemand. Aber das sieht wirklich so aus, als ob das irgendwie übermalt worden ist oder so. Das stimmt. Kann ich denn... Dafür brauche ich eine Pipette. Achso. Ich muss dann wahrscheinlich... Du bist keine Pipette hier, oder? Was bist denn du? Doch, du bist eine Pipette. Okay, es sieht jetzt irgendwie ein bisschen seltsam aus. Was mache ich jetzt mit dir? Jetzt die Farbe vorsichtig mit einem Tuch entfernen. Okay. Ah, okay, sieht wirklich ganz anders jetzt aus. Okay, das sieht alt aus da oben. Aha, da ist eine weitere Person abgebildet. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Sehen Sie, dieser Mann mit geschwollenem Auge war aus dem Bild herausretuschiert worden. Die Folgen eines Kampfes etwa, oder was meinen Sie? Vielleicht. Oder das Symptom einer seltenen tropischen Krankheit, die in Zentral- und Südamerika vorkommt. Südamerika, brillant, Watson! Nichts zu danken. Ist sie tödlich? Nun, er könnte sie überlebt haben. Ich werde Sir Charles fragen, aber was der wohl antwortet? Ich habe eine Idee. Solche Krankheiten werden nur im Krankenhaus für tropische Krankheiten behandelt. Ich habe dort ein paar Bekannte. Oh ja? Ich höre mich mal um. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn der Fremde in London ist, werden sie ihn kennen. Okay. So, Fotografie aus dem Club. Erfragen. Aber bei wem erfragen? In dem beschädigten Teil der Fotografie aus dem Clubhaus von der Expedition nach Guatemala ist ein Mann abgebildet. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal zurück zum Clubhaus und dann da fragen, wer das sein könnte. Nehme ich mal an. Können wir denn hier noch irgendwas... Moment, da ist... Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ach so, dann ist der wahrscheinlich nur, weil wir den öfter nochmal benutzen müssen, können, wie auch immer. Ja, dann ist das wahrscheinlich hiermit genauso, dass es deswegen von der Farbe her noch dieses Gelb hat. Ach so, genau, das hatte ich ja am Anfang noch angeguckt. Die Karte. Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja, keine Ahnung, warum die jetzt immer noch nicht grün ist, aber egal. Ich würde sagen, wir reisen jetzt wirklich erstmal zurück zum Club. Dass wir da mal bei den Leuten nachfragen, ob die vielleicht irgendetwas wissen. Ich meine, es sind alles Clubmitglieder. Eigentlich, wenn das einer vom Club ist, müssten sie ihn ja kennen, ne? Deswegen mal schauen. So, du hilfst mir sowieso nicht, Herr Polizist. Okay, ich kann mit euch nicht sprechen. Armer Sir Charles. Ein Mord in seinem Club. Einfach schrecklich. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich muss ich mit dem Charles da selber reden. Aber wo ist die Statue? Ist sie etwa verschwunden? Ein abscheuliches Verbrechen. Ich habe dieses Bild an ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Hm? Ach, das ist der arme Mr. Allbit. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Auf der Suche nach einem Tempel der Quiché. Doch es ging alles schief, wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Zacharias. Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Mr. Allbit war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Mhm. Mehr über Bernard Marley herausfinden. Das war, glaube ich, der Typ da vorne, ne? Aber es gibt hier auch noch was, was wir kombinieren können. Das mache ich mal am Anfang, weil ich denke mal, dass das Einfluss auch darauf hat, später Expeditionen.
war ein Teilnehmer der Expedition. Also, dass es Einfluss darauf hat, was wir mit den Leuten besprechen können. Das meinte ich jetzt eigentlich. Zacharias Greystoke war ein Teilnehmer der Expedition, die den Maya-Tempel entdeckte. Das ist falsch, okay. Körperliche Stärken. Fakten über die Tat. Moment, nee, ich wollte zurückgehen. Achso, mit Space, okay. So, Moment. Erstmal Körper. Der Speer der Zacharias Greystoke tötete, wurde mit großer Stärke und Genauigkeit geschleudert. Sir Charles war zurzeit alleine im Club. Sammlung wurde nach seinem Tod vermacht. Nee, machen wir es anders. Geldschulden. Also Clubschulden. Ah. Okay. So, Sir Charles wollte, dass Greystoke stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkaufen zu können. Sir Charles hätte jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Tja. Klingt beides irgendwie plausibel, ne? Ich meine, er hätte theoretisch jede andere Sammlung aus dem Club verkaufen können. Das ist schon richtig. Der hat aber auch gesagt, ich glaube, dass von dem Greystoke die Sammlung nicht aufgefunden worden ist. Ne? Also er hätte theoretisch jede andere Sammlung verkaufen können. Das ist schon richtig. Behaupte ich jetzt mal. Soll die Statue wegrennen? Sah keine Statue wegrennen. Entweder lügt er oder das, was er gesehen hat, war ein Mensch. Ja, Falschaussage, würde ich dann sagen, ne? Greystokes Besuch. Wusste, dass Greystokes in der Mord nach dem Club sein würde. Sir Charles war allein. Sir Charles hatte die Zeit und die Gelegenheit, sich auf den Besuch seines Opfers vorzubereiten. Ja. Würde ich mal behaupten. Expedition ist jetzt die Frage. Verflucht sein, alle sterben, wenn... Hat das was mit dem Kalender zu tun? Okay, das sieht schon mal gut aus. Der Fluch existiert wirklich und er hat die Teilnehmer an der Expedition befallen. Es gibt keinen Fluch, dabei handelt es sich lediglich um eine menschliche Interpretation der Ereignisse. Bla. Ja, keinen Fluch, würde ich mal sagen, weil wir sind ja, ne... Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, weil das ist immer hier so ein bisschen halb. Das finde ich immer so blöd. Sir Charles weiß von dem Fluch. Er hatte die perfekte Gelegenheit für den Mord. Und Sir Charles weiß nichts von dem Fluch. Die Gelegenheit alleine macht ihn nicht zum Mörder. Ja, schon. Er weiß von dem Fluch, ne? Das glaube ich schon. Aber wieso ist das jetzt rot? Geh mal auf nicht gewusst. Dann ist das blau. Ja, gut. Ich würde sagen, also ich hätte jetzt gesagt, er hat davon gewusst, aber gut. Da das jetzt hier blau ist, wenn ich sage, er hat es nicht gewusst, dann lasse ich das jetzt mal einfach so. Körperliche Stärken, Fakten über die Tat. Passt das? Nein, das passt auch nicht. Okay. Maya-Kalender passt natürlich auch nirgendwo rein, ne? Und hier, das ist ja dann auch... Okay, also den Rest können wir jetzt auf jeden Fall nicht machen. Dann gehen wir hier erstmal raus. Ne, wir können immer noch was machen. Hä? Darf ich hier mal... Nicht gewusst... Falschaussage. Ja, was soll ich jetzt hier noch machen? Ich habe ja doch gar nichts mehr, was ich noch machen kann. Es gibt keinen Fluch. Also das hört sich auf jeden Fall nach Sherlock Holmes an.
Und dann, er weiß nichts von einem Fluch, die Gelegenheit alleine macht ihn nicht zum Mörder. Ist relativ. Aber ich sag mal, ne, so lange unschuldig, bis die Schuld bewiesen worden ist. Aber das Problem ist, ich kann ja jetzt hier nichts anderes mehr kombinieren. Also Fakten über die Tat kann ich nicht mit denen kombinieren. Körperliche Stärken kann ich nicht kombinieren. Und den Maya-Kalender kann ich logischerweise nicht kombinieren. Also was, durchsuchen. Gibt's da noch irgendwas nach oben oder nach unten? Nee. Falschaussage, das ist auch so. Wenn ich das jetzt umstelle. Ne, wenn ich das jetzt umstelle, dann tut sich aber auch nichts gar nichts. Auch nichts gar nichts, genau. Wenn ich das jetzt umstelle, dann ist das rot. Ach so, das passt wahrscheinlich nur zusammen. Er wollte, dass er stirbt. Um die das können wir jetzt mal eben ausprobieren. Und dann, er wusste von dem Fluch. Ah, okay. Also dann hatte ich hier auf jeden Fall recht. Er wusste von dem Fluch. Aber er wollte auch, dass er stirbt. Obwohl er eigentlich die Gelegenheit hatte, was anderes zu machen. Aber okay. Gut, dann lassen wir das so. Sir Charles ist schuldig. Sir Charles Yellingham ist der Täter. Er hat die Legende um den Fluch genutzt, um Zacharias Greystoke zu töten und so an seinen antiken Sammlungen zu gelangen. Er hat die flüchtende Statue lediglich erfunden, um seine Tat zu vertuschen. Sir Charles hat für Geld und Macht getötet. Er wollte Greystokes Sammlung haben. Er muss ins Gefängnis. Oder Sir Charles hat ihn unter dem Druck von Schulden getötet. Er ist ein Opfer seines ratlosen Lebens mit Karriere und Familie. Gnade ist angebracht. Nö, Gnade auf jeden Fall nicht. Aber ich setze mal die Untersuchung fort. Aber jetzt müsste eigentlich auch das Zeichen verschwunden sein. Genau. Gut, dann lassen wir das so. Hier soll ja der Typ dabei sein, ne? Du bist der Typ, okay? Bernard Marley nehme ich an. Ich heiße Sherlock Holmes und muss Sie zu einer Expedition nach Guatemala befragen. Psst, nicht hier. Zu gefährlich. Nehmen Sie meine Karte. Besuchen Sie mich, dann können wir reden. Okay. Gießereidirektor ist der. Okay. Dann haben wir hier noch einige Sachen. Statuenherstellung. Bernard Marley hat die Statue vor 10 Jahren hergestellt. Achso, darüber müssen wir noch reden. Genau. In dem beschädigten Teil der Fotografie. Ja, das war das, was wir gefunden haben. Da reisen wir gleich hin. Untersuchen Sie den Mord. Nee, finden Sie mehr über Bernard Marley heraus. Okay. Dann würde ich eigentlich sagen, da das ja doch wieder so ein ganz anderer Bereich ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge zu dem Herrn Marley reisen und mehr über ihn herausfinden. Ja, ob meine Schlussfolgerungen richtig waren, weiß ich ja noch nicht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall den Fall erstmal weiter untersuchen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.